Hallöchen, ganz kurzes Video, Erklärung und zwar zum Thema Kreuzschaltung, weil das hört sich jetzt wieder total einfach und popelig an, scheint aber bei manchen richtige Problem zu sein. Und zwar, wir gehen mal davon aus, dass man nur schwarze Kabel drin habe, ja, und nicht wissen, welches von den vier, können natürlich auch sieben oder ja, sechs. 6 plus Erdungskabel, also 7 mal 1, 5, man hätte 6. Aber wir haben hier jetzt mal 4 Stück. Und auch bei der Bia oder manche Geselle haben damit manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, später wegen Wechselschalter. Ja. Zum Beispiel, wir haben hier jetzt den Wechselschalter. Und zwar gehen wir mal davon aus, das wäre auch alles schwarze. Meinetwegen auch 4 Stück oder auch 6 Stück, sei egal. Dass wir dann sagen, wir gehen hier oben in den Eingang mit der Phase rein, braun in dem Fall jetzt, was aber eventuell schwarz wäre. Da würden wir jetzt von den 6 schwarzen würden wir jetzt mit der Nummer 1 nehmen. 2 und 3 würde man als Ausgang nehmen fürs schwarze Kabel. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten hier drüber 6, aber es sind jetzt Gott sei Dank nur 4 drauf. Und wir wissen ja nicht, auf welchen von den 4 ist jetzt die Phase drauf, sprich die Spannung. Dann nehmen wir hier so einen guten Phaseprüfer. Es gibt auch etwas kürzere, schwarz mit so einem roten Lämpchen. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Da leuchtet etwas. Hier leuchtet etwas. Hier leuchtet etwas. Hier leuchtet auch etwas. So. Und genau deswegen heißen manche Phaseprüfer, die einfache Lügestifte, der hat jetzt überall geleuchtet. Jetzt nehmen wir mal ein etwas besseres hier, das Rot, und testen mal mit dem kurz. Aha, das Lämpchen, da wo mein Zeigefinger ist, da leuchtet nichts. Da leuchtet auch nichts. Da leuchtet nichts. Oh. Guck mal, auf einmal leuchtet. Auf der vierten Ader in dem Fall, also wir bezeichnen es mal 1, 2, 3, 4, auf der vierten leuchtet. Das heißt, hier ist die Phase drauf. Jetzt schalte ich mal den Wechselschalter, weil wir wollen ja wissen, wem korrespondierende Kabel, wie man es später weiterleitet. So, ich schalte mal. Das heißt, der hat jetzt gewechselt von links auf rechts im hinteren Anschluss. Jetzt teste mal wieder. Eins, nix. Zwei, oh, auf zwei. Auf zwei leuchtet. Drei leuchtet nix. Vier leuchtet auch nix. So, das haben wir uns gemerkt. Zwei und vier sind also die korrespondierende. Das heißt, die würde ich jetzt, wenn ich die Sicherung ausgemacht habe, zwei und vier auf den Eingang von diesem Kreuzschalter legen, und zwar oben. Und mit 3 und 4 würde ich dann auch wieder unten rausgehen zum nächsten Wechselschalter, der dann normalerweise in der Dose wäre. Und hier müsste man dann mit prüfen, welche von den zwei als korrespondierende Kabel in Frage kommen. Und das könnte man natürlich in dem Fall machen, dass ich sage, die nehme ich raus, 2 und 4, mache die hier weg. Dann könnte ich, wenn ich alleine bin, weil alleine ist es immer ein bisschen blöd durchzuklingen, es kann ja sein, dass der Schalter 10 Meter weit weg ist, dann mache ich mir hier eine Brücke rein, natürlich ohne Spannung, dass es keinen Kurzschluss gibt, und gucke auf der anderen Seite, welche das 3 und 4 ist. Und leite es weiter zum Wechselschalter. Und vom Wechselschalter geht es dann zur Lampe.